Hallo und Servus hier bei der katholischen Jugendstelle in Rosenheim. Mein Name ist Stefan Strohmeier. Ich bin seit vielen Jahren Jugendreferent an der Jugendstelle, mache auch seit sehr vielen Jahren auch Gruppenleiterkurse. In Zeiten wie diesen schauen wir einfach, dass wir viel online aufbereiten. Und das Thema, das wir uns heute anschauen wollen, das ist wichtig. Also richtig wichtig. Das ist so ein Thema, das über viele Jahre und Jahrzehnte einfach verschlafen wurde, auch von Leuten aus meiner Generation und von denen davor. Die haben ganz fleißig verdrängt und verdrängt und verdrängt, dass wir gemeinsam auf einer Erde leben. Und zwar nur auf dieser einen, weil der zweite gibt es einfach nicht. Ich bin ganz froh darüber, dass dieses Thema Gott sei Dank ein bisschen stärker wieder in den Vordergrund rückt und in den Fokus rückt. Das Thema Ökologie und Nachhaltigkeit ist wichtig. Und wird es immer sein und gewinnt immer mehr an Präsenz. Und gerade für uns in der Jugendarbeit ist es ein verdammt wichtiges Thema, weil ich davon überzeugt bin, dass Jugendarbeit Zukunftsgestaltung ist. Und die Frage nach Zukunft, das ist einfach auch eine ökologische Frage. Drum rentieren sich die nächsten Minuten definitiv. Und weil ich da vielleicht auch nicht unbedingt der Mega-Fachmann bin, habe ich mir da eine Kollegin eingeladen, eine Überzeugungstäterin und eine Fachfrau in diesem Gebiet. Cecilia, hallo, servus. Hallo. Cecilia, magst du uns einfach mal erzählen, wer du bist, was du so machst und vielleicht auch die Frage lüften, warum du den Gummibären in Gläsern abfüllst? Sehr schöne Einstiegsfrage. Ich stelle mir mal kurz vor, ich bin die Cecilia Hauber. Ich bin auch Jugendreferentin an der Jugendstelle Rosenheim und ich war ganz lang als Ministrantin bei mir in der Heimatpfarrei tätig und habe da ja auch schon viel Jugendarbeit ehrenamtlich gemacht und bin auch immer noch Gruppenleiterin bei den Pfadfinderinnen. Und ja, das mit den Gummibärchen hat sogar auch was mit Ministrantinnen und Ministranten zu tun, weil wie ich hier angefangen habe, da war es üblich, dass beim Ministrantentag oder auch beim Ministrantenturnier die Siegergruppen, beziehungsweise eigentlich alle Gruppen, haben so eine Tüte mit einzeln abgepackten Süßigkeiten bekommen, dass es halt gut aufteilen lässt. Und ich beschäftige mich einfach persönlich schon sehr lange mit dem Thema Nachhaltigkeit und habe auch schon, bevor ich hier angefangen habe, schon unverpackt eingekauft und habe es irgendwie nicht eingesehen, da jetzt für die Jugendarbeit, wo ich jetzt zuständig war, abgepackte Süßigkeiten einzukaufen und habe mich nach Alternativen umgeschaut. Und da bin ich irgendwie auf die Idee gekommen mit so Pfandgläsern, die jede Gruppe bekommt, die es beim ersten Mal halt als Preis gegeben hat, gefüllt mit Gummibärchen aus Großpackungen. Da haben wir dann noch verschiedene Sorten gemischt. Und das hat ganz gut funktioniert, dass die Gruppen in eine Pfandgläser einfach jedes Mal wieder mit zurückbringen, bei jeder Aktion und es wieder aufgefüllt kriegen. Und genau, inzwischen ist es sogar so, dass teilweise die in den Sakristeien oder so stehen und manchmal auch die Mesner oder Pfarrer oder Pfarrsekretärinnen oder auch ehrenamtlich aus der Pfarrei die Gläser einfach wieder auffüllen und so haben die Jugendlichen das ganze Jahr über davon was. Das klingt auf alle Fälle genial. In welchen Bereichen von der Jugendarbeit spielt denn für dich Ökologie und Nachhaltigkeit eine Rolle? Ja, eigentlich in allen Bereichen. Also wenn man jetzt unterwegs ist auf Fahrten oder Zeltlagern, gibt es sehr viel, was man ja da einfach beachtet, wie auch im normalen Leben auch. Aber auch einfach im täglichen Miteinander, im Vorbild sein oder in dem, was man sich voneinander erzählt oder wie man miteinander auch umgeht, spielt das für mich eine große Rolle. Und warum spielt es in der Jugendarbeit eine besonders große Rolle? Ja, wenn man in der Jugendarbeit einfach auch immer Bildungsarbeit machen. Auch wenn wir das vielleicht mal nicht so bewusst machen, man kann es auch unbewusst einfach Dinge weitergeben, indem ich zum Beispiel, wenn ich auf einer Aktion bin und sowas wie die Gummibärchen habe, wo sich mal was verändert, zeige, hey, das geht auch, man braucht nicht für jeden Einzelnen was. Oder man kann das auch tatsächlich zum Beispiel in Großpackungen bekommen oder Jetzt ist ja so, dass dieses ganze Thema Nachhaltigkeit und Ökologie einfach sehr komplex ist. Also wenn ich jetzt gemütlich bei einer Grillfeier sitze, Gruppengrillfeier und mein Rindersteak in mich reinschaufel,
dann schmecke ich zwischen dieser Barbecue-Soße nicht unbedingt raus, dass das jetzt was mit oder dass das Auswirkungen hat, auch auf die ganze Welt. Wie kriegt man jetzt das für Kinder oder für Jugendliche greifbar und nachvollziehbar? Ist ja gar nicht so leicht, oder? Ja, wenn man sich tiefer reindenkt, das ist tatsächlich ein sehr komplexes Thema, aber es hat auch ganz einfache Seiten. Und mein Tipp ist einfach, ja, einfach anzufangen bei irgendwas, was einen sowieso beschäftigt. Also wenn man jetzt zum Beispiel als Jugendgruppe beschließt, man will ein Gruppent-Shirt, um die Gemeinschaft zu stärken und sich vielleicht auch bei einer Aktion als Gruppe aufzutreten, dann kann man das ganz gut verknüpfen und diesen Prozess aktiv angehen. Also nicht nur, was soll da drauf gedruckt werden oder gestickt werden, sondern auch, wer macht denn eigentlich dieses T-Shirt? Wer stellt das her? Wo kommt das her? Und das kann man einfach ganz aktiv auch mit einbinden und mit den Kindern und Jugendlichen anschauen, so warum ist es vielleicht wichtig, da auf Fairtrade-Baumwolle und eine komplett faire Lieferkette zu achten, weil da ja auch Menschen dranhängen, die das produzieren, die T-Shirts nähen, die Baumwolle anbauen und die auch den Faden herstellen. Und dann hat das Ganze auch nochmal Lieferwege, weil Baumwolle nicht bei uns ums Eck wächst. Genau, und das finde ich ein ganz schönes Beispiel, wie man das einfach auch deutlich machen kann. Und da gibt es einfach auch schöne Methoden, die man nutzen kann als Gruppenleiterin oder Gruppenleiter, um das nicht einfach nur zu erzählen, sondern wirklich erlebbar zu machen. Mhm. Also geht es im Prinzip immer so um zwei Seiten, oder? Es geht um das selber was tun und auf der anderen Seite darüber einfach die Kinder und die Jugendlichen zu sensibilisieren und ihnen Bildung zu vermitteln, oder? Ja, ganz genau so. Mhm. Welche Bereiche in der Jugendarbeit, würdest du jetzt sagen, lassen sich besonders gut angehen, um das ökologisch und nachhaltig zu gestalten? Jugendarbeit ist ja vielschichtig, da steckt ja wahnsinnig viel drin, aber welche Bereiche würdest du da so jetzt rausnehmen und sagen, hey, da geht es besonders gut, da lasst ihr das gut machen. Ja, eins von den Sachen sind auf jeden Fall die Bereiche, die man auch im Privaten gut angehen kann. Das ist das Essen. Also Verpflegung ist immer wichtig, braucht jeder Mensch. Wir brauchen was zum Essen und sollten uns aber auch einfach bewusst sein, was wir da essen und wo das herkommt, beziehungsweise wie es angebaut wurde. Also von ganz klassisch der Frage, wo kommen eigentlich die Pommes her, die entstehen aus Kartoffeln oder das Ketchup, das aus Tomaten entsteht. Das ist ja auch schon für manche einfach erstmal ein Aha-Effekt, wenn man das mal sieht oder auch selber macht. Dann einfach auch zu den exotischeren Dingen. Also die Schokolade oder der Kaffee wächst einfach nicht bei uns. Da wäre es einfach gut, darauf zu achten, wie auch bei den T-Shirts zu schauen, ja, wo werden die denn hergestellt und wie können wir das möglichst so beziehen, dass es allen Menschen, die damit arbeiten, auch einigermaßen gut geht. Und darum, genau, geht es so von regionalen Einkaufen, von den Dingen, die man da hat, und saisonalen Einkaufen. Einfach auch, man weiß, die Erdbeeren schmecken im Winter einfach auch nicht so, weil sie von weit herkommen oder nachgereift werden, wie im Sommer, wenn sie einfach direkt frisch vom Feld kommen. Genau, also das Regionale, das Saisonale und bei den exotischeren Produkten einfach auch wirklich auf die Fairheit zu achten und auf das, ob man es wirklich braucht oder es auch genau, einfach auch anders machen kann. Bis hin zu, dass man sich überlegt, wie viel Fleisch will ich und kann ich konsumieren, wie wurde das vorher gehalten, oder auch bei Milchprodukten oder genau anderen tierischen Produkten einfach die Frage zu stellen, wie weit braucht man es, wie weit kann man es verantworten. Und hat man die Wertschöpfungskette einfach auch da. Auch da gibt es ja auch faire Preise. Also auch die Milchbauern werden nicht unbedingt fair bezahlt, nur weil sie bei uns produzieren. Genau, das ist also ein sehr großer Bereich, den man im Privaten nutzen kann, aber eben auch, wenn man auf Fahrt ist oder wenn man unterwegs ist mit Jugendgruppen. Da hat man gleich nochmal viel mehr Menschen, für die man zuständig ist und hat gleich nochmal einen größeren Einfluss drauf, für die man kocht. Und damit einhergeht gleich auch das Thema Müllvermeidung, finde ich, was in großen Gruppen einfach auch nochmal gut anzuschauen ist, weil da dann doch sehr viel Müll entsteht und man aber auch sehr viel dadurch einsparen kann, indem man zum Beispiel in Großpackungen einkauft oder sogar unverpackt oder auch mal miteinander auf den Markt geht, wenn man irgendwo unterwegs ist und schaut, wie bekommt man da die Sachen.
auch mit denen in Kontakt gehen kann, die vielleicht auch das Essen direkt herstellen. Genau. Mhm. Und ja, beim Essen gibt es dann natürlich auch das Thema mit Planung und Resteverwertung. Das ist bei mir auch schon öfter vorgekommen, dass man auf dem Lager dann doch vielleicht von einem zu viel eingekauft hat oder die Kinder und Jugendlichen weniger gegessen haben, als man dachte. Und dann ist wichtig, dass das nicht einfach weggeschmissen wird, sondern man dann nochmal andere Verwendung dafür findet. Und wir hatten dann zum Beispiel schon ziemlich kreative Ideen, was das Essen angeht. Also, dass halt dann Spätzle mit in einen Salat mit reingekommen sind oder sowas. Denkt man erstmal nicht so dran, aber wenn man es da hat und sich anschaut, was habe ich alles da, was kann ich daraus machen, dann gibt es da ganz coole Sachen. Und man hat eben die Sachen, die produziert worden sind, auch gleich wieder verwertet. Das finde ich ganz wichtig. Ja. Das war jetzt so der Bereich mit Essen und auch Müllvermeidung. Was gibt es noch für Bereiche, wo du sagst, hey, da lohnt es sich drauf zu schauen? Ja, noch ein Bereich wäre natürlich, wenn man unterwegs ist, der Transport. Aber Stefan, ich würde dich jetzt einfach mal fragen, was fällt dir denn dazu ein, zu Transport und Mobilität noch? Naja, der Klassiker ist ja der, dass irgendwo eine Veranstaltung ist und dann wird jedes Kind einzeln vom Mama-Taxi oder Papa-Taxi dahin gebracht. Gell? Genau. Naja, wenn man es anders nimmt, also das ist was ich persönlich sehr gern mache. Wir waren die letzten Jahre immer wieder mit dem Radl mit der Familie unterwegs und der Erlebniswert, wenn man wirklich den Weg auch schon irgendwie selber bewältigt, der ist um einiges höher, als wenn man mit dem Flieger irgendwo hinfliegt und dann 14 Tage dort ist. Also das merke ich persönlich einfach auch ganz stark. Das heißt, ich glaube, mit Gruppen lässt sich es ganz gut umsetzen, zu schauen, wo kann man mit Bus und Bahn anreisen. Finde ich persönlich ja immer entspannter, weil im Zug kann man sich bewegen und da können die Leute auch mal Plätze wechseln oder können miteinander ratschen. Das ist viel leichter als in PKWs, wo die Leute sich nicht sehen. Beziehungsweise, wenn man mit dem Bus unterwegs ist, kann man natürlich ja darauf schauen, dass der Bus auch komplett voll ist. Genau, und nicht mit einem halbleeren Bus da durch die Gegend fährt. Oder tatsächlich dann ansonsten schauen, ob es jetzt Möglichkeiten gibt, von zu Hause aus mal loszustarten mit dem Radl, mit eventuell auch zu Fuß. Also je nachdem, was man da so vorhat. Und gerade jetzt in diesen Corona-Zeiten, glaube ich, ist vielen bewusst worden, was so der Radius von 30, 40, 50 Kilometern um den Wohnort eigentlich alles zu bieten hat. Und das Potenzial, glaube ich, das kann man auch ganz gut ausschöpfen. Also man muss nicht unbedingt mit der Jugendgruppe jenseits der Alpen unterwegs sein. Bloß um eine gute Zeit zu haben, ich glaube, das funktioniert auch bei uns umeinander ganz gut. Genau. Genau, da sprichst du wichtige Punkte an, die einfach vielleicht für manche auch schon selbstverständlich sind. Also ich kenne es bei mir in der Gruppe, wir schauen teilweise auch drauf, wir haben tatsächlich gute Zuganbindungen, wo unsere Gruppen sind. Und dann schauen wir drauf, wenn wir zum Beispiel in ein Jugendhaus fahren, dass wir da zum Beispiel auch den Programmstart auf die Zugzeiten anpassen. Ja. Mhm. Also, dass wir schauen, ja, wenn der Zug kommt um 15.47 Uhr an, dann, und die haben noch 20 Minuten Fußweg, dann müssen wir nicht das Programm um 16 Uhr starten, sondern sagen halt schon in der Ausschreibung einfach, ihr könnt mit diesem Zug kommen und wir planen das Programm so, dass wir dann starten, wenn ihr da seid. Genau, das ist zum Beispiel was, wo ich echt gute Erfahrungen gemacht habe und dann funktioniert das auch gut. Oder auch einfach, wenn man was macht, wo man nicht gemeinsam anfährt, dass man dann einfach mit reinschreibt, so kommt ihr da auch öffentlich oder so gut hin oder so könnt ihr Fahrgemeinschaften bilden. Mhm. Da gibt es, also fällt mir gerade so ein, so als kleiner Werbeblock, gerade so für Bildungsveranstaltungen, die ganzen Kosten für öffentliche Verkehrsmittel, die lassen sich bei Zuschüssen, zum Beispiel beim Bayerischen Jugendring, auch komplett abrechnen. Also das finde ich einen ganz guten Anreiz, dass man da nochmal finanziell sich das Geld retour holen kann. Finde ich super. Genau, jetzt haben wir die Bereiche Essen, Müllvermeidung, Transport. Fällt da noch was ein, wo man drauf schauen könnte jetzt in der Jugendarbeit, wo man gut was angehen kann? Ja, es sind tatsächlich noch zwei Bereiche, und zwar Material und Bildung. Die lassen sich vielleicht auch noch gut verknüpfen. Also merkt man, wenn man irgendwo hinfährt, dass man doch dann das ein oder andere braucht oder vielleicht bestimmte Geräte, wenn man zur Schnitzeljagd machen will und Walkie-Talkies braucht oder so, dann macht es keinen Sinn, sich die für einmal direkt anzuschaffen, okay,
sondern man kann sich die ganz gut ausleihen, vor allem Sachen, die man nicht so oft braucht. Das ist ein großer Tipp von mir. Also schaut es einfach auch bei benachbarten Jugendgruppen, bei dem Verein, bei den Gemeinden, bei den Kreisjugendringen oder auch den katholischen Jugendstellen oder evangelischen Jugendbüros, was ihr euch da einfach ausleihen könnt. Die haben meistens sehr viel Material vorrätig, das man gut nutzen kann und das auch gut ist, wenn es öfter genutzt wird, weil es sich dann einfach auch rentiert von der Anschaffung her. Genau, und ansonsten kann man auch viel vom Bastelmaterial her, Thema Upcycling ist, glaube ich, auch vielen ein Begriff, dass man das nutzen kann. Oder genau, oder wirklich, wenn man was neu beschaffen muss, so wie zum Beispiel vorhin das mit den T-Shirts angesprochen ist, dass man dann einfach auch darauf schaut, dass es hochwertiges Material ist, dass es lange hält und man sich einfach bewusst damit auseinandersetzt, was man da kauft und nicht einfach irgendwelche Plastikkleinteile, die man vielleicht als Gimmicks ganz nett findet, aber die am Ende dann doch keiner braucht. Genau. Und ich habe es ja schon angesprochen, das lässt sich mit dem Thema Bildungsarbeit einfach vielleicht gut verknüpfen. Wenn man jetzt fürs Programm Dinge sucht, dann ist Upcycling zum Beispiel ein Thema. Aber man kann einfach auch inhaltlich ganz viele Methoden nutzen, um wirklich konkrete Sachen einfach den Kindern und Jugendlichen auch näher zu bringen, ohne sie zu belehren, sondern einfach im gemeinsamen Erfahren und Tun. Also zum Beispiel, wenn ich schon mal Kartoffeln geschält und geschnitzt habe in Pommes, dann weiß ich danach, wo die herkommen. Und so gibt es einfach auch noch viele weitere mögliche Dinge, die man da machen kann. Das passt ganz gut zur Überleitung zu meiner nächsten Frage, die ich an dich habe. Ich habe mir vorher schon ein bisschen geoutet als jemand, der ganz gern draußen unterwegs ist. Ich bin auch sehr gerne in den Bergen unterwegs. Und da fällt mir schon auf, dass einfach die Natur manchmal auch unter den vielen, vielen Menschen leidet, die jetzt da rausströmen am Wochenende, die über die Berge herfallen, sage ich mal so ganz frech. Aber gleichzeitig ist ja auch wichtig, dass man den Kindern und den Jugendlichen Natur näher bringt und auch näher bringt, um was es da geht, was wir da auch schützen müssen. Wie löst man das am besten? Ich weiß nicht, ob es es komplett auflösen lässt, aber ich würde genau da auch ansetzen, dass man eben bewusst in der Natur unterwegs ist. Also wenn man draußen unterwegs ist, das ja auch einfach gut ist, wirklich sich auch mal bewusst anzuschauen, wo bin ich denn gerade, was ist um mich rum, was gibt es für Pflanzen, für Tiere, wo liegt Müll rum, kann man mit einer Müllsammelaktion auch nochmal einfach unterstützen und dann auch anschauen, wo kommt der eigentlich her. Man kann andere Menschen darauf aufmerksam machen, wenn sie mal zum Beispiel was verlieren, ob das als absichtlich ist oder unabsichtlich. Das auch was mit sich was trauen und mal aus sich rausgehen und auch andere darauf ansprechen. Und auch einfach die Regeln, ja, nicht nur Regeln aufzustellen, sondern einfach zu erklären, warum es wichtig ist, zum Beispiel auch wegen zu bleiben. Und wie du es auch schon gesagt hast, es gibt sehr schöne nahe Ziele, die vielleicht direkt hinter der Haustür starten. Also man muss meistens gar nicht so weit oder in die noch unberührte Wildnis, die es vielleicht noch gibt, direkt eindringen, sondern kann sich auch im nahen Gebiet umschauen und da sehr viel erleben. Und darum geht es ja oft auch in der Gruppe, dass man miteinander was erlebt und dafür braucht man meist nicht weit weg und nicht in den tiefsten Wald. Ja, gerade so bei dem letzten Punkt fällt mir also ganz spontan so ein, da sind wir als Jugendarbeiter wahrscheinlich als ein bisschen Influencer. Also die Influencer, die sonst immer auf Instagram die tollsten Hotspots und die unberührte Natur und so weiter propagieren, vielleicht müssen wir das einfach umdrehen. Wir sind Influencer dafür, dass Leute einfach das wertschätzen, was auch vor der Haustür ist und was man da gut hernehmen kann. Genau. Momentan sind es ja tatsächlich vor allem die Jugendlichen und die junge Generation, die dieses Thema Ökologie und Nachhaltigkeit wieder nach vorn bringt, wo ich zutiefst dankbar bin dafür. Welchen Beitrag kann es da die Jugendarbeit leisten, dass man dieses Thema auch ja, im Bewusstsein halten? Ja, es ist sogar nicht nur momentan so, sondern auch schon sehr lange so. Also ich erinnere mich gerade an das Thema fairer Handel ist auch mit durch die Jugendaktion der katholischen Jugendlichen auch mit vorangebracht worden vor über 50 Jahren. Also ich glaube, die Jugendarbeit leistet da schon einen sehr wichtigen Beitrag. Zum einen durch diese Bewusstseinsbildung, indem sie auch hinterfragt, Dinge hinterfragt und die Jugendlichen auch ja, damit dabei begleitet, dass man Dinge hinterfragen darf und kann und dabei auch was bewegen kann. Sei es jetzt einfach
wirklich durch kleine lokale Aktionen oder was auch ich schon mitbekommen habe, zum Beispiel gab es mal einen Beschluss der katholischen Jugendlichen, Coca-Cola zu boykottieren, weil die einfach von Inhaltsstoffen und von dem, was sie einfach mit Wasser, das vielleicht allen Menschen zustehen würde, eingestellt haben, da nicht mitgehen konnten. Und die haben es dann auch geschafft, dass in vielen Jugendhäusern und Bildungshäusern kein Coca-Cola oder überhaupt nichts mehr von der einen Firma verkauft wurde, sondern auf regionale, kleine, lokale Getränkehersteller gesetzt wurde, die dadurch unterstützt wurden und dadurch auch einfach die ganzen Anfangs- und Transportwege verkürzt wurden. Und das macht ja auch schon mal wieder einen riesen Einfluss, wenn da einfach nicht nur das, was ich für meine Gruppe einkaufe, sondern das, was ein Haus für viele Gruppen einkauft, einfach mit unterstützt wird. Und genauso ging es auch teilweise mit Süßigkeiten, dass da einfach eine Umstellung und ein Umdenken geherrscht hat. Und das merkt man auch in den Läden. Also jetzt, wo sich viele Menschen mehr dafür interessieren, möglichst wenig Plastik zu verbrauchen und unverpackt einkaufen zu können, desto mehr gibt es auch wieder in den Supermärkten und nicht nur in lokalen Unverpacktläden oder auf dem Wochenmarkt. Das erfährt einfach einen Aufschwung dadurch, dass Nachfrage da ist. Und da können wir auch als Jugendorganisationen mit ansetzen, indem wir Nachfrage auch generieren, auch Leute darauf aufmerksam machen. Die Kinder erfahren bei uns wieder zum Beispiel, hey, das geht, ja, das eine oder andere geht einfach so. Das kenne ich von daheim so gar nicht, aber ich nehme das mit heim, weil mir das so gut gefällt oder so gut schmeckt oder ich sehe, warum es wichtig ist und die das wiederum an ihre Eltern weitergeben, an Familie, an Nachbarn. Und das hat schon einen sehr großen Effekt, finde ich. Super. Jetzt hast du ja vorher schon gesagt, du bist ein Fan davon, ganz praktisch einfach loszulegen. Ich tue mir da immer leicht, wenn ich einfach so ein paar ganz praktische Ansatzpunkte habe. Vielleicht gibt es ja von dir 5 Tipps, wie man ökologisch und nachhaltig in die Jugendarbeit starten kann. Was funktioniert, was kann man da machen? Einfach 5 Tipps von deiner Seite. Ja, das sind 5 einfache Tipps. Das ist gar nicht so einfach, weil ich finde, ich fange mal bei dem an, warum es nicht so einfach ist, jetzt einfach jedem 5 Tipps an die Hand zu geben. Aber der erste Tipp ist, fangt mit dem an, wo es euch leicht fällt, was euch interessiert. Weil dann geht das einfach was voran. Weil nur wenn man irgendwo dahinter steht, dann kann man auch was verändern. Genau, das zweite ist auch, nehmt die Kinder und Jugendlichen mit, die in eurer Gruppe sind. Nur weil euch was interessiert, kann es sein, dass es für die gar kein Thema ist. Und es ist egal, bei welchem Thema das ist. Aber wenn man merkt so, hey, wir reden gerade viel über, wir waren unterwegs und haben Müll gesehen und reden drüber, dann macht doch spontane Müllsammelaktion draus oder sowas. Mhm. Genau. Dann das dritte, einfach auch nach Material suchen, was es schon gibt. Also es gibt ganz viele Methoden und Bildungsangebote, die einfach schon viele Jugendgruppen auch erarbeitet haben. Also man muss nicht alles neu erfinden, sondern kann ganz viel nutzen und für sich abwandeln. Und ich glaube, dafür setzen wir euch einfach im Abspann dann noch ein paar Suchbegriffe mit rein, die ihr nutzen könnt. Mhm. Und der vierte Tipp ist, es soll Spaß machen. Also macht auch eine spaßige Aktion drauf. Zum Beispiel eine Challenge, wo ihr eure umliegenden Jugendgruppen mit auffordert, mitzumachen oder gegeneinander antretet. Zum Beispiel, ich bleibe mal bei dem Müllbeispiel, möglichst viele innerhalb einer Stunde zusammen oder dann wiederum andere darauf aufmerksam zu machen. Genau, das waren jetzt 4 Tipps. Hast du einen, Stefan? Ja, ich überlege gerade. Esst Gummibären aus Gläsern. Genau, so ganz pragmatisch, aber das wäre jetzt die perfekte Überleitung zu meiner letzten Frage an dich, Cecilia. Ich persönlich stehe ja schon auf diese kleinen Cola-Fläschchen, selbst wenn ich mir nicht sicher bin, ob die mit Coca-Cola gefüllt sind oder mit irgendwas anderem. Aber welche Gummibären isst du am liebsten? Ich mag die grünen Frösche mit dem weißen Schaum unten ganz gerne oder allgemein solche. Da gibt es auch gute Erinnerungen dran an verschiedene Aktionen in der Jugendarbeit. Die sind super.
Cecilia, vielen, vielen lieben Dank dir für die vielen Tipps und für die vielen Infos. Du hast das vorher schon angeschnitten. Wir packen jetzt einfach im Anschluss an dieses Video ein paar Folien für euch damit ran, indem wir einfach nochmal Informationen reinsetzen oder auch Suchbegriffe. Euch da draußen, euch, die ihr als Gruppenleiterin oder als Gruppenleiter draußen unterwegs seid, als Jugendleiterin oder als Jugendleiter, viel Spaß, viel Kreativität bei dem, was ihr da draußen anstellt. Viel Spaß beim Ausprobieren und beim Entdecken. Jugendarbeit kann ökologisch und nachhaltig funktionieren. Man muss einfach nur anfangen und den Spaß dabei nicht vergessen. Genau. Ciao, Servus und bis ein andermal.